Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier, und in diesem Video wollen wir der Frage von Tamina nachgehen. Und zwar, sie hat zu Hause blühende Phalaenopsis-Orchideen, die einen akuten Wollausbefall haben, und sie möchte wissen, weil sie im Internet gelesen hat, dass die Wolläuse sich auch im Substrat befinden können, ob sie ihre Orchideen, die jetzt blühen, umtopfen kann oder nicht. Dieser Frage wollen wir in diesem Video nachgehen. Bevor wir diese Frage beantworten können und beziehungsweise für die Pflanze richtig beantworten können, müssen wir uns überlegen, was das Umtopfen bei einer Phalaenopsis-Orchidee überhaupt auslöst. Ich habe euch im letzten Video zum Thema "Warum verliert meine Orchidee die Blüte?" erklärt, dass wenn man die Pflanze von einem Standort zum anderen Standort umstellt, dass das schon dafür reicht, dass sie ihre Blüten abwirft. Hier habe ich meine Dorotanopsis Purple Gem. Ihr seht, hier sind braune Blütenknospen zu sehen. Diese Reaktion kommt vermutlich daher, weil die Pflanze relativ frisch geliefert worden ist und im Paket schon ihren Blütentrieb hatte und eben diese Umstellung vom Gewächshaus zur Kultur bei mir zu Hause damit quittiert hat, dass sie die Blüten einfach mal abwirft. Ihr seht jetzt allerdings, sie erholt sich sehr gut. Die nächsten Blütenknospen sind jetzt schon alle in Ordnung und entwickeln sich vernünftig. Ist auch eine wunderschöne Farbe. An dieser Stelle nochmal danke an Orchideen Wichwand für diese schöne Pflanze. Das Porträt zu dieser Pflanze kommt im nächsten Video, aber es geht jetzt um Schädlinge. Und passend dazu habe ich eine Pflanze, die befindet sich jetzt hier in Tongranulat und in einem Gittertöpfchen. Deswegen, wenn was runterfällt, dann hört man das. Und die hat einen akuten Wollausbefall, wie man sehen kann. Und in diesem Fall, weil sie nicht am Blühen ist und der Wollausbefall, der deutlich höhere Stressfaktor ist, bietet es sich an, die Pflanze zum einen komplett abzuspülen von den Wollläusen, dass sie einmal weg sind, dann aus dem Substrat zu nehmen, frisch einzupflanzen und im Idealfall die Pflanze noch mit zum Beispiel einer Neemöllösung zu behandeln. Neem wirkt zum Beispiel auch systemisch, bedeutet es ein paar Tage in der Pflanze enthalten, und die Wollläuse, die dann noch schlüpfen und daran saugen, oder halt noch vorhanden sind und an der Pflanze saugen, werden eben auch durch den Wirkstoff noch dahin gerafft. Das ist schon mal der eine Punkt, den man machen kann. Selbst wenn die Pflanze noch eingepflanzt wäre, könnte man die Pflanze komplett, wie sie ist, in eine Pflanzenschutzlösung hineintauchen. Die Schädlinge, die im Wurzelbereich sind, schon praktisch herumkrabbeln können, ohne dass sie jetzt im Ei sind, die wird man erwischen. Die, wo jetzt im Ei sind und nach 2 Wochen schlüpfen, die wird man nicht erwischen. Jetzt muss man dabei allerdings noch überlegen, umtopfen selbst und umstellen selbst ist für eine Orchidee Stress. Warum ist es bei einer Blüte besonders riskant bei der Orchidee, dass es Stress ist? Nun ja, es ist so, die Blüte stellt schon mal eine hohe Anforderung an die Pflanze selbst, weil dieser Prozess des sich vermehren Wollens einfach sehr viel Energie kostet. Bedeutet, wenn ihr eure Pflanze umtopfen müsst, weil der Befall akut ist oder die Wurzeln eben geschädigt sind, kann ja auch ein weiterer Faktor sein zum Umtopfen, dann ist es wichtig, dass ihr den Blütentrieb abschneidet. So hart und schmerzhaft es auch ist, lieber den Blütentrieb abschneiden, in eine Vase stellen, dafür sorgen, dass die Pflanze genug Energie hat, um sich von dem Wolllausbefall oder Schildlausbefall zu erholen, und dann einfach dafür sorgen, dass sie in ein gutes Substrat kommt. Es gibt viele verschiedene Orchideen-Substrate. Es gibt Pinienrinde, es gibt Sphagnummoos, es gibt Kokos-Substrat für Orchideen, was man nutzen kann. Es gibt aber auch mineralische Substrate. Welches jetzt besser ist für euch in der Kultur, müsst ihr natürlich überlegen. Es gibt ein Substrat, und da hat gerade vor einer halben Stunde glücklicherweise der Postbote geklingelt, und dann kann ich das jetzt hier auch sehr gut mit integrieren, das auf mineralischer Basis ist. Dazu komme ich jetzt gleich noch im Anschluss. Wenn ihr jetzt ein Substrat nehmt, das organischen Ursprungs ist, müsst ihr damit rechnen, dass das stärker anfällig ist, auch zukünftig, was Schädlinge betrifft. Sollte sich wieder erwarten, trotz eurer Pflanzenschutzmaßnahmen an der Pflanze irgendwo ein Ei befunden haben oder mehrere Eier und die schlüpfen, dann können die sich sehr gut im Substrat verstecken.
Und wenn ihr euch jetzt ein anderes Substrat nehmt, das eben nicht organischer Basis ist, sondern mineralischer Basis, jetzt muss ich kurz abtauchen, so wie das jetzt hier bei Colomi der Fall ist. Colomi ist ein mineralisches Substrat. Auf dieses Substrat komme ich auf Basis der neuen Kooperation mit Colomi noch näher zu sprechen. Dann ist es ein Substrat, wo Schädlinge gar nicht so gern haben, weil da haben sie nicht so viele Möglichkeiten, sich idealerweise zu verstecken, sich zu vermehren. Da ist irgendwas, wo die sagen, hey, das passt mir nicht, das ist mir nicht organisch genug, deswegen ist der Schädlingsbefall bei organischem, bei mineralischem Substrat deutlich geringer als bei organischem Substrat. Das Colomi-Substrat zum Beispiel ist schon mal vorgedüngt. Das heißt, für die nächsten 5 bis 8 Jahre müsst ihr gar nichts nachdüngen. Es bietet der Pflanze eine gute Haltemöglichkeit, weil es doch relativ schwer ist. Diese kleine Menge hier wiegt zum Beispiel knapp 1 Kilo. Also 890 Gramm bei 100 Milliliter Füllmenge, das ist schon mal ordentlich im Vergleich zu Pinienrinde, die ist leicht, bedeutet, wenn ihr die Pflanze irgendwo stehen habt, fällt sie schon mal nicht so schnell um. Dann hat die Pflanze natürlich die besseren Möglichkeiten, weil das Substrat sehr viel länger hält, bevor es zerfällt, dass sie an die Wurzeln richtig schön viel Luft bekommt, und das ist schon mal bei den Orchideen auch etwas, was sie sehr gut mögen. Das heißt, wir haben Dünger, wir haben ein gutes einen guten Lufthaushalt. Das ist etwas, was Orchideen mögen. Das ist etwas, was Schädlinge nicht mögen. Deswegen sind mineralische Substrate den organischen vorzuziehen, wenn man nicht ständig umtopfen möchte. Und das muss man hier in diesem Fall an und für sich nicht machen. Ja, viel Licht und Luft für die Wurzeln, verdichtet nicht, eben wie ich gerade gesagt habe. Und es ist sauber in der Verarbeitung. Gut, trockene Pinienrinde ist an und für sich auch relativ sauber. Wenn es jetzt so in die Richtung französische Pinienrinde geht, also die richtig hochwertige Pinienrinde, dann ist man auf dem guten Weg. Das Coole an Colomi ist, und weshalb ich die Kooperation gestartet habe, einmal, ich will euch dieses Substrat vorstellen. Ich persönlich kenne es in der Anwendung noch nicht. Das heißt, für mich ist es auch ein Lerneffekt, der hiermit verbunden ist. Bei der Orchideenkultur, ihr habt es bei der Orchidee gesehen, die steht jetzt hier zum Beispiel in Tonkügelchen. Da bin ich jetzt nicht ganz so begeistert davon. Muss ich ehrlich sagen, komme ich aber noch in einem anderen Video zu sprechen, weil ich werde da einfach zukünftig mal die Vergleiche ziehen. Bedeutet letztendlich für euch in den nächsten Videos, ihr seht viele bunte Farben, da wird es richtig coole Themen geben in nächster Zeit, bedeutet für euch, dass ihr, wenn ihr eine Orchidee habt, die voll am Blühen ist, aber Schädlingsbefall ist, ihr diese natürlich umpflanzen könnt. Jetzt gerade hier Mitte März, Ende März, ist sowieso Frühlingsanfang. Draußen hat es heute angefangen wieder zu schneien. Super, kann man die Pflanzen wieder reinräumen, alles zu kalt draußen. Könnt ihr natürlich eure Pflanzen umtopfen, weil sie jetzt sowieso anfangen zu wachsen. Neues Wurzelwachstum entstehen wird und das eigentlich die beste Bedingung ist, eine Pflanze umzutopfen. Gerade was bei Orchideen ist, ist es in der Regel der Frühling, nicht der Winter, Herbst oder Sommer. Da, wo die Pflanze am meisten Wachstum zeigt, gerade im Wurzelbereich, ist der ideale Zeitpunkt. Und wenn sie am Blühen ist, was nun mal bei vielen Phalaenopsis-Züchtungen heutzutage ist, dass sie zu einem x-beliebigen Zeitpunkt anfangen können zu blühen, müsst ihr eben durch und den Blütenrib abschneiden, damit die Energie für das Anwachsen und sich Erholen durch den Schädlingsbefallstress bei der Pflanze noch ausreichend vorhanden ist. Das gilt auch, wie ich schon gesagt habe, im Übrigen, wenn die Pflanze einen Wurzelschaden hat, dann sollte man die Pflanze natürlich auch umtopfen und den Blütentrieb abschneiden. Ja, so viel. Hoffentlich habe ich die Frage gut beantworten können. So viel dazu. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, im nächsten in den nächsten Videos geht es dann auch um das Colomi-Substrat. Und das schauen wir uns genau im Detail an, was man damit machen kann, wie man seine Wohnung damit dekorieren kann, wie die Pflanzen darin wachsen, wie man Pflanzen darin retten kann und so weiter und so fort, wird es in den nächsten Videos geben. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr Fragen habt, natürlich in die Kommentare zu schreiben, den Kanal abonniert, weiterempfehlt und so weiter und so fort. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und tschüss.